Ich weiß, was du meinst. Mit 26 den Bär. Oh, ich muss Gas geben, wenn ich geschalten habe. Das kann ich ja nicht riechen. Nein, kann ich nicht. Und es riecht nicht nach Space Engineers. Wirklich nicht. Wie kann man es nach Space Engineers riechen? Das riecht halt Space Engineers ist im Weltraum, da kann man nichts riechen. Nicht? Nein. Gerüche sind verschiedene Gase bzw. kleine Partikel in Gasen, boah, die wir in unsere Nase aufnehmen. Und ohne ein Gas im Weltraum können diese Partikel auch nicht in unsere Nase fliegen. Da gibt's hin, oder? Ab und zu. So, geht's denn jetzt hin? Oh, ich glaube, wir sind gleich da. Genau, noch 30 Kilometer und dann einpacken. So, und jetzt? Und jetzt? Noch so. Tschuk. Tschuk, tschuk. Tschuk. City-Karte, mein Wegen. Niklas. Was? Ich glaube, ich weiß, von wem die Frage kommt. Von wem? Von Tim. Ich habe nochmal drüber nachgedacht und mir ist aufgefallen, in der Frage, wie das spricht sich der Fragensteller. So blöd kann nur Tim sein. Oh, wenn man vom Teufel spricht. Ruft er dich an? Nein, er schreibt in WhatsApp. Wer schreibt denn in WhatsApp? Will doch niemand sowas machen, oder? Ich erst recht nicht. Willst du, ich schreibe in WhatsApp, Niklas? Nein. Also. Ich würde sowas nicht machen, wir wissen es alle. Tim schon. Okay, Leute schlecht machen in meinen Let's Plays. Check. So, jetzt sind nur noch 685 Dinge auf meiner Liste. Die arbeiten wir noch schnell in den letzten 7 Kilometern ab. Würde ich auch. Und wir sind in 3, 2, 1 in Frankfurt. Ich hätte es mir ein bisschen spektakulärer vorgestellt. Was? Wenn wir in Frankfurt reinkommen, weiß nicht. Eine Feier? Oder irgendwas in der Art? In der Stadt mit Tim Omar, das ist wahrscheinlich eigentlich so häufig. So, komm weg da, ich muss ja rechts abbiegen. Pass mal auf, er hat ein Bild geschickt, das habe ich schlechte Qualität. Hashtag LG, wetten, der regt sich wieder auf. Mach mal. Sag mir nicht, dass ich müde werde, ich weiß jetzt nicht, wo ich einparken muss. Ach doch. Hashtag. Schlechtes Qualität, ey. Welche Version von Sticker Driving hast du? Weiß ich nicht. Komm schon. Wieder ist jetzt nicht perfekt. Schlecht. Ist jetzt doch perfekt. Es geht was daran auszusetzen. Wie schön leise einfach das G27 ist, das ist heftig. Da, hier die Zahlen waren ja auch in Sichten. Da steht perfekt, hier, passt. Ich hab nicht übersprungen. Ausgezeichnet. So, das war's mir für diese Aufnahme. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie immer, Gesprächsthemen in die Kommentare. Und ja, tschö und bis dann. Ne? Tschö. Tschö. So, hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Aufnahme von Let's Play Eurotruck Simulator 2. Ja, was ich kurz sagen muss. Erstens,
Ich bin schon etwas gefahren, weil ich dachte, die Aufnahme wäre an. War sie aber nicht. Zweitens, man konnte jetzt in der Aufnahme, beziehungsweise man hört das Lenkrad in der Aufnahme. Also ihr werdet immer mal im Hintergrund, denn wer ist Lenkrad oder hier mein Stuhl, hören. Das lässt sich mit meinen jetzigen Mitteln leider noch nicht verhindern. Ich gucke mal, ob ich da irgendwie noch was machen kann jetzt, damit das Mikrofon eben nicht alles mit aufnimmt. Aber wie gesagt, das habe ich jetzt erst ein paar Tage und muss noch so alles rausfinden. Gut, dann starten wir mal. Und ab geht's. So. Ja, so stark wird man das jetzt auch nur in der Stadt tun, weil ich eben viel mehr lenken muss als auf der Autobahn dann später. Also das werdet ihr dann auf jeden Fall bemerken. So. Ja, geschlafen habe ich auch schon. Und ja, wir werden eine Fahrt nach England machen. Weil ich da, wie gesagt, wie schon mal gesagt, schon länger mal hin wollte. In HS2. Und ja, mal gucken, ne? Eben mit Linksverkehr und so. Ach ne, siebter Gang passt perfekt für 50 km/h. Das muss ich mir merken, warum schalte ich denn immer auf gerade Zahlen? Gerade Zahlen sind dann einfach besser. So, was wir gleich transportieren werden, weiß ich noch gar nicht. Also, ich habe es ausgewählt, aber ich habe nicht ausgewählt, was wir transportieren, sondern ich habe ausgewählt, wohin wir transportieren. Also, ich habe schon ausgewählt, was wir transportieren, aber ich habe nicht nachgeguckt, was wir transportieren. So. Als wenn es so schwer wäre, ne? Ja, als nächstes Ziel haben wir auf jeden Fall auch erstmal den Motor jetzt aufzutunen. Was auch gleich mal machen können, glaube ich. Werde ich dann in Großbritannien machen. Ja, heute allein. Das liegt einfach daran, dass gerade keine Zeit hat. Ganz einfache Antwort. Hier, wir fahren Spanplatten. 13 Tonnen von Frankfurt in Deutschland nach Swansea, irgend sowas denke ich. In Großbritannien für 31.550 Euro. So, dann nehmen wir mal den Auftrag an. Und unser Auflieger ist die kleine coole Flagge. So. Steht denn der da? Hoffentlich ist da vorne genug Platz. Ach, das ist nur ganz kleiner. Oder sieht er gerade noch so klein aus? Der ist echt nur ganz klein, oder? Also entweder sieht er gerade extrem klein aus oder er ist extrem klein. Der ist ja gerade mal so groß wie der, wie die Zugmaschine. Vielleicht eineinhalb mal so groß. Kommt mir jedenfalls vor. Naja, ich habe da nichts dagegen. Gut, und ab geht's. Erstmal wenden. Sehr benutzerfreundlich alles gestaltet. Aber alles gut. Kommen wir natürlich mit unseren unglaublichen Eurotaxis raus. So. Und dann fahren wir gleich nochmal zurück nach Frankfurt. Das hatte ich nicht erwartet, aber anscheinend muss ich auf. Oh, ich glaube, mein Auflieger bleibt gerade hängen. Ja. Das ist natürlich nicht so nett. Aber es soll passieren, habe ich gehört. So, ich fahre diesmal ungerade Gänge, weil jetzt auf dem 7. habe ich genau 50 km/h Vollgas. Und das finde ich schon ziemlich praktisch, ne? So, dann können wir uns jetzt gleich auf den neuen Motor einbauen und dann kann ich auch gleich wechseln. So, wir fahren ja auch gleich an der Werkstatt genau vorbei. Dann fahre ich da einfach kurz rein. Ich meine, mit einem 57.000, was wir inzwischen haben, dürfen wir auf jeden Fall einen schönen Motor finden. Ganzes Geld dürfen wir natürlich nicht ausgeben. Wir brauchen ja auch noch dann
einen neuen vollen Tank, der ein bisschen teuer werden dürfte, weil in so einen LKW passt ganz schön was rein. So.